Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Schön, dass ihr reinschaltet. Ja, es geht weiter mit unserer Alice, die jetzt auf das Taubendach gegangen ist. Und die kann ich mir auch angucken. Ein Knast ist wie ein Käfig, nur dass er diese Vögel nicht zu stören scheint. Okay. Kann ich hier hoch? Nee. Nee, aber ich kann hier rüberlaufen. Das machen wir jetzt mal. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie gespielt? Schmutz! Verderben! Wo Schrumpfveilchen wachsen, gibt es noch mehr zu sehen. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder? Das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Willkommen im Tal der Tränen. Ja, wenn immer diese Select-Anzeige mit Überspringen erscheint, dann ist es der Moment, wo ich Screenshots mache und das müsst ihr mich tun lassen. Denn ich liebe das Wunderland von Alice hier. Ich liebe das Tal der Tränen. Ich finde es so unglaublich, unglaublich schön. Also ich kann mich wirklich nicht satt sehen. Ich werde es bestimmt noch 100.000 Mal sagen, wie toll ich es hier finde. Ja, ja, ja. Denn mit Alice können wir hier auch ganz toll... mit Blütenblättern durch die Gegend springen und das Wasser und die Blumen und da freut sich die Alexis ein Keks. Also das ist der Grund, wieso ich damals Alice Madness Returns verschlungen habe und überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es so schön werden könnte. Und obwohl das Spiel jetzt auch schon ein paar Jahre älter ist, finde ich, hat es überhaupt nichts damit zu tun, wie toll das Spiel ist und dieses Piepen, ne? Oh, ich vergesse das ja immer. Erinnert mich doch mal daran, dass ich dieses Piepen irgendwie ausschalten muss, wenn ich es denn kann. Ja, ich würde sagen, wir laufen mit unserer Alice jetzt auch mal los. Denn sie ist jetzt, ja... Sie wurde irgendwie, wie könnte man das ausdrücken? In der Realität hat die Frau, die Dame da, sie jetzt in die Ecke gedrängt, irgendwas zu ihr gesagt. Diese Verzerrungen sind ja quasi nicht real, aber irgendwas wird wohl passiert sein, dass Alice... dass das alles ihr zu weit ging irgendwie, zu viel in ihre Psyche griff und jetzt hat sie sich in ihr Wunderland wieder geflüchtet. Aber bevor ich weiter stehen bleibe, gehen wir mal hier hin, denn hier ist etwas Seltsames, was wir einsammeln müssen. Eine Erinnerung können wir hier einsammeln. Du bist ein halber Frosch, Alice, so wie du springen kannst. Ja.
Aber das da unten können wir nicht einsammeln, oder? Das ist einfach nur eine Blase mit einer Schnecke drin oder sowas. Oder? Hui. Nee, da ist einfach nur eine Schnecke drin. Ach, es ist so schön. So schön. Was würde ich dafür geben, hier in Wirklichkeit langrennen zu dürfen? Ach ja. Toll. Und da hinten sieht man auch diese Tränenstatue. Ja, ich weiß, dass ich springen kann. Möchte ich da schon lang? Ich möchte mich nichts übersehen. Ich will mal hier unten nochmal langlaufen. Ah, das ist so schön. Guckt euch das an. Plitsch, platsch. Im Wunderland. Ich könnte jetzt 10.000 Screenshots machen, echt. Ja, und das... Ah, das soll jetzt endlich mal weggehen. Oder soll ich hier rüber jumpen? Nee. Bin doch jetzt schon gesprungen. Ich weiß es doch mittlerweile. Wahrscheinlich soll ich hier rüber springen, damit es klappt. Hui. So, das habe ich doch jetzt geschafft. Komisch, dass das nicht mehr weggeht. Jetzt geht's weg. Drücke A im Sprung erneut, um zu wirbeln. Okay. Alles klar. Aber wenn dieses blöde Bild... Ja, wenn das so im Weg hier ist, dann... Da lacht irgendwas. Ach, wir sind drüben. Sehr schön. Machen wir mal von hier nochmal eins. Habe ich schon gemacht? Ach so. Okay, manchmal kommt das mit dem Select bla bla, manchmal nicht. Wieder eine Erinnerung. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Ja, Alice erinnert sich in ihrem Wunderland an vergangene Dinge. Wie es ausschaut. Denn alles im Wunderland hat natürlich seine Gründe, warum es im Wunderland so aussieht, wie es aussieht. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übelriechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. So. Ist das so? Da gehen wir mal hier zur Lichtung. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Ja, ich spiele aber nicht mit Tastatur, Leute. Ich muss mit irgendwas anderem schrumpfen können. Ah, okay. Alles klar. Gut. Ich weiß, wie man schrumpft. Und wir haben das... Ihr kennt es bestimmt, ne? Wer Alice kennt, der weiß, trink mich. Und so sieht's dann nämlich aus. Dann kann die Alice schrumpfen und in diese kleinen Schlüssellöcher reinschlüpfen. Total genial. Ganz ehrlich, ich liebe es. Tja. Kann man nichts machen. Die Alex ist verliebt ins Spiel. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum. Wie eine Füchsin in ihrem Bau. Und wenn man sich klein macht, dann sieht man auch immer kurz Zeichen und weiß dann, alles klar, da soll ich auch lang. Das ist der Weg. Jetzt muss ich das genau mit meiner Controller-Taste immer machen, die gerade so ein bisschen... Ja, seit ich den Controller gekauft habe, das Gamepad meine ich, ist immer eine Taste so ein bisschen eingedrückt gewesen und man muss mal voll stark drücken. Deswegen wollte ich auch eigentlich mal ein neues haben. Das war aber auch nicht besser. Und genau die Taste, mit der ich schrumpfen soll, ist diese komische eingedrückte Taste.
Mit diesen Blumen können wir übrigens uns heilen. Das werdet ihr aber auch noch sehen. So, ich drück ja schon wie eine Bekloppte. So, jetzt lauf da durch. Lauf. Ja, ist schon ein anderes Gefühl, das Ganze mit Gamepad zu spielen. Oh. Oh, die lebt ja. Das ist ein bisschen gruselig auch, finde ich. Nichtsdestotrotz. So. Soll ich jetzt hier wieder runter oder was mache ich jetzt? Ist ja eine Schnecke. Klebt die? Können wir da lang? Nee. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Wird mir der Weg irgendwie angezeigt? Ich gehe einfach mal hier runter. In der Hoffnung, dass ich hier richtig bin. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Huch, das ist ein bisschen schwierig mit dieser Taste. Hick. Als wäre sie mal so ein bisschen angetrunken. Ja, doch, wir sind richtig. Hier waren wir noch nicht. So. Wo sind wir jetzt? Und es öffnen sich hier so auf wundersame, geheimnisvolle Art die Blumen, wenn man hier so näher rankommt. Ah, und eine Erinnerung. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Ja, das ist ihre Familie. Oh, wir springen aber hoch. Oh, wir sind aber hochgesprungen. Und wir dürfen jetzt hier so eine Rutschpartie machen. Habe ich völlig vergessen. Macht sehr viel Spaß. Schaut einfach zu. Wir müssen aber aufpassen, weil es geht echt schnell. Und ich darf hier diese Zähne einsammeln. Ach, wie cool. Klopp, klopp, klopp. Bam. Und da sind wir unten angekommen. Aber das Wasser ist hier irgendwie so rot wie Blut. Oder Wein. Auf jeden Fall ist es rot. Soll ich wieder gucken? Ah. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpalklinge macht Zerschneider Schnück oder so, steht da, lässt sie tot zurück. Bekannt als Reim und Poesie? Zerschneider soll das wohl heißen. Soeben erhalten. Naja, jedenfalls haben wir die jetzt. Aber wie es scheint, sollen wir sie auch benutzen. Die Vorpalklinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Na, dann wollen wir mal drücke X, um mit der Vorpalklinge anzugreifen. Oh je, Mine. Erstmal sammeln wir das hier ein. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Oh nein. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Oh. Das sieht nicht gut aus. Ich kann mich so ein bisschen auch teleportieren, merke ich gerade. Und gegen was soll ich jetzt kämpfen, Leute? Ich sehe nichts. Dann greifen wir mal diese Dinger hier an. Weil dann können wir die Zähne einsammeln. Und gehen einfach mal weiter. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt was. Aber ist nicht so. Kann ich denn nach hinten auch nochmal rennen? Habe ich was übersehen? LT habe ich ja auch schon längst gemacht, aber irgendwie wird es mir trotzdem angezeigt. Gut. Nee, dann gehen wir weiter. Sammeln diese Zähne ein.
Da kommt jetzt aber was. Schleichender Verfall. LT zum Anvisieren eines Feindes. Drücke X mehrfach für einen Angriffsserie mit der Vorpalklinge. Bam, bam, bam. Okay. Das war es aber anscheinend noch nicht. So, ich denke, das hätten wir. Das haben wir geschafft, den schleichenden Verfall. Ziemlich eklig, so wie... Ja, ich weiß nicht, wie so Teermonster oder so. Irgendwie, Folgen wir dem Weg, sammeln die Erinnerung. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. In meinem Falle wohl was anderes. Wahrscheinlich X. Oder A, genau. Drücke A. Und dann sind wir drüben. Schweben kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Hops. Da sind wir weiter nach oben gelaufen. Und was haben wir hier? Eine Flasche haben wir eingesammelt. Und ganz viele Zähne wieder. Aber ich soll da hinten auf die andere Seite gehen. Und hab's. Den Zahn habe ich nicht gekriegt. Ist nicht so schlimm und ich sammle wieder irgendwelche Flaschen ein. So, und dann geht's hier nach unten. Und? Passiert hier wieder was? Hier haben wir einen goldenen Zahn eingesammelt. Der bringt uns insgesamt ein bisschen mehr. Ich weiß gerade nicht wie viel. Ich glaube 10 Stück oder so. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speckschnitt alles besser findest du nicht. Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffere ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Also, wir sollen Schweineschnauzen einsammeln und dafür nehmen wir uns diese Pfeffermühle. Soeben erhalten ihrer Herzogin. Ferkel Edition. Pfeffermühle verleiht Feinden Würze. Rüssel pikant im Nu. So, jetzt haben wir die. Die können wir natürlich benutzen. Hier kann ich aber anscheinend nicht durchgehen, denn dieses Türchen ist verschlossen. Und hier haben wir die Herzogin, die man, ja, auch aus dem Buch kennt, aus dem Originalbuch. Oder aus anderen diversen Alice-Filmen, die etwas näher am Buch sind. Im Disney-Film kam die Herzogin nicht vor. Hier haben wir aber einen weiteren Feind, die Schraubelle. Drücke LT zum Anvisieren, mal wieder. Und das war nicht LT. Wie kann ich die Viecher platt machen? Ah. Waren das alle? Nö. Da hinten ist noch was. Okay. Ah.
Ah, ich bin nicht gut gerade. Ich muss mich erstmal einkämpfen hier. Nee. Jetzt muss ich wieder fliehen. Ach, Mensch. Lass mich. Mann. Lass mich in Ruhe. Dann eben auf die Methodenart. Geht vielleicht gerade besser. Ich komme nicht. Verdammt. Komm schon. Na komm. Mensch, das gibt's doch nicht. Waren das immer noch nicht alle? Irgendwo muss noch ein Nest sein. Da. Was denn jetzt mal? Ah. Meine Pfeffermühle. Nun stirb schon. Ach, wo kommt er denn her? Eine Schweineschnauze. Oh, das war jetzt echt heikel. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsel in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Ist die Schnauze vollgepfeffert, wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Sehr gut. Ich hatte noch nie jetzt mit dem Gamepad gekämpft. Ich musste mich erstmal so ein bisschen einspielen. Und, aber warum wird sie mir nicht... Wie kriege ich das hin? Ich glaube, ich muss das so machen. So, jetzt habe ich sie. Da fliegt die Schnauze hin. Okay. Gut, sie soll mir jetzt aber auch was anzeigen eigentlich. Wahrscheinlich da, wo sie hingeflogen ist. Nehme ich mal an. Dann laufen wir mal hinterher. Es sei denn, hier ist noch was. Ich schaue mich lieber nochmal um. Ich möchte nämlich diesmal noch mehr darauf achten, Dinge einzusammeln, als das letzte Mal, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe. Aber ich sehe soweit jetzt auch nichts. Außer wieder so eine Schnecke. Gehen wir mal hier durch. Ah ne, hier kommen wir her. Quatsch. Dann müssen wir woanders lang. Ja, ich glaube, da muss ich da vorne lang. Ich glaube, da ist sie hingeflogen. So. Ach, ist nicht schön hier. Ist es nicht schön hier. Aber was? Jetzt bin ich irgendwie doch wieder verkehrt gelaufen, oder was? Hm. Das ist ja komisch. Wo ist sie denn hin? Ich bin verwirrt. Ist sie wieder zurück? Ist sie hier irgendwo lang? Ist sie da rein? Nee. Alice, sag mir den Weg. Da. Da. Da soll ich hin. Da war doch was. Hä? Mit Pfeffermühle und Vorsicht und so, das hatten wir ja dann schon. Hm. Kann ich ja nur wieder da nach oben laufen. Oder soll ich zu ihr zurück? Ich gehe mal zur Herzogin zurück. Vielleicht sagt sie ja auch noch was. Kann ja auch sein. Besten Dank für die Schnauze. Ah, alles klar. Und jetzt geh. Ah, dann bekommen wir so ein Geschenkkörbchen. Zerstöre den Herzogenkorb, um eine Belohnung zu erhalten. Kein Problem. Und dann geht das Türchen auf.
Yippie, okay, die Schnauze ist ja auch, glaube ich, zur Herzogin zurückgeflogen. Ich habe das nur nicht irgendwie im Kopf gehabt, wo sie hinfliegt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier durch das Türchen. Oder wir gehen jetzt durch das Türchen. Damit die Speicheruhr kommt. Genau, denn in diesem Spiel wird automatisch gespeichert und ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Da sehe ich auch schon die nächste Schweineschnauze. Das machen wir aber im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen und falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar oder Like. Dankeschön.